Landeplatz. Selbstverständlich. Sofort. Was ist denn mit Ihnen passiert? Sie sahen aus, als wären Sie woanders. Sie. Es ist möglich, dass etwas diese Vision auslöst und die Realität unterbricht. Das ist durchaus normal. Die Menschen, die aus einem religiösen Zustand erwarten, fliegen wir überhaupt. Ich meine, was sollten wir da draußen aussehen? Das ist die Apokalypse, Herr Gott. Das ist noch etwas, das ich Ihnen sagen muss. Ihre Tochter lebt noch. Lucy. Ich kann das. 19:24 Uhr. The Nation auf Netflix. Die Bevölkerung wurde dezimiert, aber es gibt eine kleine Gruppe. Gehört die auf dem Sofa? Die ist bei ein bisschen. Thrombose vielleicht oder auch nicht. Sie haben ein Flüchtlingslager aufgebaut. Mir fällt mein Bein weh. Mein rechtes. Jetzt noch mal schlimmer, heute wieder besser geworden. Hallo. Ja, das ist ein, zwei Tage wieder in Ordnung. Sind Sie dann auf sich allein gestellt? Hey, was ist mit Ihnen? Ich bleibe hier. Warum? Ihr müsst dort hin. Warum? Morgen gibt's Schnitzel zum Mittag. Diese Vision, die Sie haben. Oh. Ignorieren Sie sie nicht. Vielleicht morgen einkaufen. Sie wissen, dass Donnerstag. Unser Bewusstsein sehr mächtig ist. Tabak habe ich auch noch da. Goldfield-Tabak habe ich mir gekauft. Los, gehen Sie! Und ich gucke. C-Nation. Bei Netflix. C-Nation. Können wir das sehen? Weiß ich gar nicht. Das Gute ist ja bei YouTube, wenn ihr gespeichert. Ach, ist gerade Vorspann, Abspann, weiß es gar nicht. Und mich würde mal interessieren, ob ich sehe, welche Leute. Hier gucken wir mal Leute rein, ein, zwei Mal gucken. Und gehen wir wieder raus. Keine Ahnung, was das soll. Ja. Und da ist die Funktion schon freigeschaltet, dass man bei den Shorts auch die Livestreams durchklicken kann. Das habe ich da mal gehört. Ja, C-Nation gucke ich immer noch. Klamotten, Sofa. Wer Waschmaschine muss ich morgen anschalten? Und. So oft habe ich das nämlich auch noch nicht gemacht hier. Ja, das gibt's ja. Ja, geil. Ja, aber ich probier's mal ein bisschen aus mit den Filtern hier. Brett? Normal, Traum. Kann man ein bisschen schöner machen. Sie sind alle weg! Die Ausrüstung ist von mir. So wie der Konvoi. Das ergibt keinen Sinn. Brett? Hey! Sind auf! Das gibt's, das auch cool, ja. Hallo, ich hab eine Skizze. Ich bin ein Zombie-Monster. Wow. Was machst du, Mann? Verdammt! Machen wir uns normal wieder. Kann ich da noch was einstellen? Die Nation kann ich zeigen. Oder wird das dann gesperrt? Blockiert? Keine Ahnung. Denkst du, das stimmt? Das wird Lucy. Oh, vielleicht kann ich auch noch mal Livestream, okay. Also nur vor der Kamera. Achso, okay.
hat mich geändert bei Snapchat. Ich habe mir das jetzt auch immer mal runtergeladen. Chat irgendwie anmachen oder kann die Person vielleicht mal Hallo sagen oder so. Live-Chat aktiviert, wie es aussieht. Was passiert denn auf dem Plus da unten? Eine Umfrage starten. Okay. So, ich habe mal eine Umfrage gestartet. Keine Ahnung, ob das gut ist. Frage mich gerade. Also YouTube kann man ja auch ohne Anmeldung gucken, die Videos. Kann man sich die Livestreams auch ohne Account angucken? Ich weiß also von meinen Videos, dass man sich die, manche Leute gucken sich die Videos auch an, ohne Account, und dann wird das, glaube ich, nicht angezeigt, dass sie angesehen worden sind, glaube ich. Hallöchen, jetzt mir, wer war das? Mia Rups. Okay. Oh, hat ein bisschen getränt. Jetzt Mia Roblox. Hallöchen, Küchen. Du? Was und ich? Ach, wegen dem Wochenende oder was? Dad? Hallo, Dean. Ja, ich habe ein schönes Wochenende gehabt. War echt relativ entspannt. Hallo, Mia. Also ich habe schon, irgendwie war das Ding gerade weg oder ich habe nur falsch gedrückt. Ja, sagt Leute, hallo. Ganz egal, ob du einen Dad hast oder nicht. Klar, ja, dann viel Spaß beim Lernen, viel Erfolg. Guck noch ein bisschen C-Nation weiter auf Netflix. Mit dem blauen Teufel. Wie auch immer. Du hast dich auch ganz schön verändert. Oh, ja. Ich bin geheilt. Stimmt was nicht mit mir? Ja, viel folgt morgen bei Englisch. Arbeit oder beim Lernen noch. Entspann dich. Wie lange haben wir das denn? Offen gestanden. 19:33 Uhr, da ist noch ein bisschen Zeit, bis ins Bett muss. Einfach nichts zwischen uns. Gar nichts. Ja, kein Problem. Ich gucke noch ein bisschen Netflix weiter. Lucy.
Irgendwas bedrückt dich doch. Ja. Ich bin auch Mia, ja. Ich bin Marek. Das ist interessant. Ich wollte sie nicht zurücklassen. Sie hat mir gesagt, geh. Und haben sie alles eine Woche gehabt? Also meine Woche war ganz so spannend. Ich war allein. Das alle wollen jetzt nach Amerika. Okay. Wir fahren zu diesem Camp. Dort wird sie nach uns suchen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute irgendwie alle gleich heißen, immer. Mia, Paul, Jenny, keine Ahnung. Steht da irgendwo, Jan-Marek Machan. Oder Marek einfach. Alle nennen mich Marek. Ich habe schon schöne Sachen gesehen, Mann. Dinge, die ich nicht verstanden habe. Aber das... Ich glaube, da muss man irgendwo rumklicken, da steht auch da Profil über 2000 Mod-Videos. Bei YouTube. Also bei YouTube heiße ich Marek Oldenburg. Also zusammengeschrieben, alles klar. Je früher, desto besser. Das machen wir, sobald mein Freund zurückkommt. Ich weiß, wo er hin will. Er will zurück zu ihrem Zelt. Ich war da. Er wird sie nicht finden. Er findet nur das, was ihr Gesicht heruntergerissen und ihre Seele gefressen hat. Ich mache das lange genug, um zu wissen, wann eine Situation lebensgefährlich ist. Da bin ich mir sicher. Was glauben Sie, warum sollte das, was diesen Ort leergefegt hat, nicht einfach wieder zurückkommen? Ich verstehe Sie vollkommen. Doch wie es geht, ich werde euch nicht aufhalten. Ich bleibe. Passen Sie mal auf. Ich habe eine Mission, dass niemand in diesen Kern zu Schaden kommt. Ich habe letztens eine lustige Geschichte gehört und gesehen, ein Video irgendwo. Es sollten Leute geben, die meinen, die wären Streamer, YouTuber oder würden streamen. Und was nehmen die? So eine alte analoge Kamera mit so einem Teleobjektiv. So ein Teleobjektiv. Und halten sich das so vors Gesicht und behaupten, ich bin YouTuber. Ja, voll lustig. Ich habe das irgendwo gehört, gesehen. Hat mir jemand erzählt. Das ist echt unglaublich. Haben wir auch echt. Alte Analogkamera, die seit 20, 30 Jahren schon fast gar nicht mehr, die noch so Bilder macht, mit, kennt man das? So, wo man Fotos macht. Da gibt es echt Leute, die behaupten das einfach. Boah, die schnappen sich eine alte 360p Logitech-Kamera, sitzen die irgendwie vorm Tisch und machen 5 Bilder und sagen mal, guck hier, ich hab gestreamt, ja. Wie kann man live sein? Oh, hammergeile Haare. Ehrlich? Wie kann man live sein? Man geht bei YouTube, meldet sich an mit seinem Account und drückt dann oben rechts auf das Plus, glaube ich. Oder in der App unten auf das Plus und dann geht man live. Gibt einen Titel ein. Gibt an, dass man online sein will. Und dann geht man online. Hallo. Eigentlich kann das jeder, glaube ich, bei YouTube. Du bist die erste Person. Früher war es bei TikTok mal, dass man 1000 Abonnenten brauchte. Was meinst du? Habe ich gedacht. Aber ich habe nur 80 gehabt, konnte dann runter, also online gehen, also Livestream. Jetzt habe ich meinen zweiten Account, der auch so heißt wie hier. Und da habe ich nur 800 Abonnenten, glaube ich, heißt das bei TikTok. Oder Follower. Das heißt manchmal woanders ein bisschen. Und da war ich von auch online. Ich habe dann einen Clip hochgeladen bei TikTok. Auch mal in Oldenburg. Hippie. Sergeant. Euer Mike Machan, so wie hier beim YouTube-Kanal. Das ist Murphy, Ex-Mensch. Wir haben viel durchgemacht. Ich unterbreche nur ungern das Familientreffen, aber wir müssen Entscheidungen fällen. Ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben vor ein paar Stunden eine Gruppe überlebt. Ja, wirklich, das ist die Geschichte, wie ich das gehört habe, mit dieser analogen Kamera, mit so einem riesen Teleobjektiv von 20, 30 cm. Setzen sich davor und behaupten, die sind live. Wo das jeder weiß, dass es heutzutage keiner mehr so macht, ehrlich gesagt. Und mit den Rentons und Main. Die beiden liegen? Ja, zumindest bis vor kurzem. 10.000? Ja, 10.000. Bin aber gespannt, das nimmt die jetzt hier auf. Und nachher kann ich das, wenn es das erst
auf Privatventilspin beenden. Wird nach Sonnenuntergang bestimmt noch da sein. Aber 10.000 dann kann ich das nachher dann online stellen oder wird verarbeitet, dieses Video. Unsere Fahrzeuge, die Vorräte und dann kann ich das morgen auf öffentlich stellen oder heute Abend noch, muss ich mal nachher gucken. Wenn sie da draußen ist, findet er sie. Ja. Wir warten bis morgen früh. Das ist ein Fehler. Wie kann man live sein? Ja, man muss einen sich bei YouTube anmelden. Mit einem Account. Oder einem Kanal. Dann geht das. Hallo Herr Erzimi. Keine Ahnung. Ich glaube, habt ihr heute mal Rekord geknackt von 11 Zuschauern auf einmal. Also ich habe hier so eine Haribo-Tüte, Haribo, da Apfelringe reingemacht und Cola-Flaschen. Da sind keine Colorados drin oder was. Ich kann einfach die Pette aufbehalten. Und die riechen so nach Gummitieren, dann muss ich die erstmal zumachen und wegstellen. Wieso Sattgesicht? Was ist denn ein Sattgesicht? Das ist kompliziert. Wenn Sie nach Ihrem Frontausschau hätten, SAD, Satt, Sattgesicht? Er wollte nach Süden. Sie sieht nach Osten. Vielleicht sucht sie gar nicht nach Ihnen. Und wie war es da drüben? Tausendmal besser als es hier ist, garantiert. Wieso seid ihr weg? Ja, wie gesagt. Es ist kompliziert. Schließen Sie nur. Ja, ich habe mir Apfelringe gekauft, also Cola-Flaschen. Schon davon gehört? Ich weiß auch gar nicht warum. Ich habe einfach mal. Das kaufe ich selten. Also, aber Anfang des Monats. Wenn ich einkaufen bin oder was, ich kaufe das wohl doch mal zwischendurch. Alles war gratis. Und dann eines Tages zieht einer dem anderen. Und ich habe auch noch so. Schokozart, bitter. Brezeln. Das ist völlig ohne Bedeutung. Irgendwie so salzig, süß, Salz, Brezeln, umhüllt von leckeren Zartbitterschokolade. Aber eine Bratwurst ist mir ehrlich gesagt lieber. Wir haben Essen, Munition, eine wachsende Gesellschaft. Ja, das klingt sehr vertraut. Was meinen Sie damit? Ich meine, das habe ich. Jo, morgen gibt es von mir Schnitzel, Kartoffeln, Blumenkohl mit Soße Hollandaise. Kultfreakshow, bla bla bla. Und als wir wieder gingen. Zwei Schnitzel. Niemand hat dir etwas von einer Utopie gesagt. Ein funktionierender Außenposten, das ist alles. Mehr haben wir nicht. Ja, aber es kann nicht besser sein als der Ort, den wir verlassen haben. Vielleicht ist er das aber doch. Hey, wie geht's dir? Sie schläft. Hier ist noch nicht sehr nach Reden. Und was hältst du von diesem ganzen? Ich hab dich. Analoge Digitalkamera, einfach ein Ladekabel anlegen, damit das so aussieht. Und Teleobjektiv. Ja, genau. Und schon seit 20 Jahren schon gerade keine mehr benutzt. Also, niemand hat was von dem verdammten Kanada gesagt. Haben Sie ein Problem mit Kanada? Ja, das habe ich. Es ist ich habe wohl gehört, Video gesehen oder wurde mir erzählt. Ich glaube, ihr habt keine große Wahl. Oh, hey. Willkommen zurück in der Abo. Hallo, Jacqueline Kraus. Ich habe meine Brille irgendwo anders liegen, kann das nicht sehen, dass ein Chat da ist. Was ist mit diesem Fall? Oh, echt. Nein, Leder. Wie auch immer. Sind ganz okay. Wir haben schon eine Menge Scheiß gemacht. Ja, ich bin schon oft von cleveren Militärs in die Irre geführt worden. Da will ich mich nicht verlassen. Und was soll das denn? So, Brille geholt. Jetzt kann ich ein bisschen was sehen, was im Chat steht. Also, ich finde schon. Ich weiß, du hast 2 Jahre lang wie ein Papst. Und ich kann Full HD 4K sehen jetzt. Jetzt muss man nehmen, was kommt. Wir folgen Ihnen also nur, weil Sie unsere einzige. Ja, das ist schon ein bisschen lächerlich, die Brille. Aber ja. 35 darf man das. Warum habe ich das Gefühl, an dem Punkt waren wir schon? Oder vorher auch schon, aber. Du haltest mich nicht gerade auf. Die kleine Streberbrille ist das. Das ist echt voll der Unterschied, oder was, Chris? Ist sie noch sie selbst? Das ist schwer zu sagen. Ich meine, sie ist noch voll da, aber es scheint so, als wäre sie noch mehr da als vorher, weißt du? Verstehst du das? Nicht wirklich. Brille, Nerdy, Streberbrille, heißt das so? Was ist denn heutzutage überhaupt? In 2024? Früher ist das Vierauge.
Dann hieß es irgendwie Glubschauge, glaube ich. Und dann hieß es irgendwie Streberbrille oder wie heißt das? Oder ist das einfach nur so ein Modeaccessoire mittlerweile? So genau weiß ich das leider auch nicht. Ja, meine Uhr vibriert auch mal. Ich habe so eine Sport Active, Xiaomi Sport Active 8. Vibriert immer, wenn ich eine Nachricht kriege auf dem Handy. Dann brauche ich nicht mal das Handy da wegmachen. Und kann ich auf meinem Handy, auf meiner Uhr sehen, welche Nachricht ich bekomme. Also ich habe zwei. Also eine liegt hier im weißen Schuhregal oder Schrank. Ja, sie sehen schlau aus. Ich habe mir aber gerade die Frage gestellt, ist das eine Streberbrille, Vierauge, oder bin ich jetzt einfach nur einer, der sich um seine Gesundheit kümmert, ein bisschen. Ich kann mich echt viel besser sehen. Ja. Vergiss die mal aufzusetzen. Aber draußen will ich die auch nicht aufsetzen, aber das ist auch lächerlich. Das können jetzt auch alle online sehen, aber ich weiß es auch nicht. Da soll ja auch Leute geben, die sowieso sich eine Sonnenbrille aufsetzen oder eine Brille aufsetzen, so als Schutzschild, damit sie keine reinkriegen oder was Fresse haben können. Hab ich auch nie gehört. Nein, man braucht keine Kamera draußen. Ja, ich meine, ich habe da 68 Quadratmeter große Wohnung, einen Garten. Eigentlich fahre ich nur einmal, zweimal in der Woche zum Kiosk und kaufe mir Tabak. Was war das? Was denn? Hast du das gehört? Oder einkaufen. Du vielleicht? Hin? Woher kam das? Ich glaube von dort. Bald ist das Wetter wieder besser. Oder Gott sei Dank. Von da drüben. Da wird so ein bisschen Gartenarbeit gemacht. Einmal im Jahr. Oder von da. Strauch schneiden. Das wird voll angekündigt. Muss ich jetzt von denen mal erzählen. Ein bisschen Hof sauber machen und so. Brauche die Nachbarn das nicht immer zu machen. Kann ich auch mal sagen, ich habe das gemacht. Aber ich werde da Content von machen, ein paar Videos von drehen. Und beim nächsten Mal, wenn ich bei Ton bin, werde ich mal fragen, was der Fotoreiniger kostet. Aber weiß ich nicht, da kostet irgendwie 30 Euro für einen Tag, für 24 Stunden. Das macht 50 Euro Pfand oder so. Dann werde ich mir nächsten Monat mal leihen bei Ton. Und werde dann mal meine Terrasse Balkon sauber machen. Und bei mir im Garten. Um meinen Garten rum sind immer so. So. Steinplatten, die sind aber total zugewuchert. Ich habe überhaupt keine Lust bei so einem Zeichen, schlechten Wetter, oder noch schlechten Wetter. Was mache ich bei Badehosen und Stiefeln? Das macht mehr Spaß. Etwas wie eine verdammte Hölle, die wir erschaffen haben. Das könnte erklären, was hier passiert ist. Aber ich habe schon die ersten Motorreiniger gesehen. So mit Angel und Hose und den Gummistiefel. Ich mach das in Badehose und T-Shirt. Unser Bursche hat ihn gerade den Arsch gerettet. Etwas schon vergessen. Ist nichts Persönliches, Mann. Ich verstehe euch. Wir haben alle jemanden verloren. Wir müssen Karl Schumacher. Hallo, Herr Karl Schumacher. Meine Erfahrung ist, wenn man zu lange wartet, ist man schnell tot. Hat jemand was gesehen? Da drüben. Ja, ich will am Walking Dead gucken hier. Walking Dead nicht, sondern C Nation. Auch so eine Zombie-Serie. Ja, gute Nacht, schlaf schön, gute Nacht und bis die Tage oder so. Ja, C Nation. Staffel 4, Folge 3. Zombies 2.0. Also Walking Dead habe ich letztens erst das zweite Mal gesehen. Deswegen gucke ich jetzt C-Nation. Z-Nation. Nirgendwohin bis morgen ist und sagt, habe ich recht, Murphy? Habe ich recht, Murphy? Ja. Ja, Olmo ist eine geile Stadt, ja, auf jeden Fall. Ich bleibe nicht hier, während da draußen etwas darauf. Also wenn ich hier jetzt Olmo wegziehen soll, dann muss echt die Frau wirklich ans Art tippitoppi sein. Das bleibe ich hier in dieser Wohnung, bleibe ich so wohnen wie
So günstig, geiler Garten. Gute Was Reise. Machen Sie denn? Wollen Sie uns hier hilflos zurücklassen? Wenn wir zusammenbleiben, sind wir sicher. Wenn euer Freund dort ist, finden wir ihn und bringen ihn zurück. Wir werden sehen, was Warren dazu sagt, Mann. Ich weiß nicht, was mit Lieutenant Warren los ist. Passt auf euch auf. Wir sind bald wieder zurück. Wenn er da draußen ist, finden wir ihn. Sergeant? Verlasse niemals das Boot. Oldenburg ist eine geile Stadt, aber ich wohne schon seit 37 Jahren hier in Oldenburg. Also 36 Jahre, aber also 37 bin ich jetzt seit 38. Immer weiter nach Osten. Alle ein, zwei Wochen fahre ich mal in der Innenstadt, wenn ich einen Termin habe. Und ich nochmal, laufe ich einmal durch die Stadt, laufe mal eine Runde. Der aufgehenden Sonne. Fahre ich aber in die Innenstadt, zu Lamberti-Kirche. Du kennst den Weg. Und ich hier in Klemmerbach stehe, in Klemmerbach stehe, gibt gar nichts zu sehen. Es brennt. Also da kenne ich jeden Stern auswendig fast. Es brennt. Ob das Kiffzeug in Frankfurt billiger ist, keine Ahnung. Vor 5 Monaten war ich in Frankfurt. Hab meine Meisterschule in Frankfurt gemacht. Frankfurt finde ich richtig cool. Ich mag die Stadt. Was ist passiert? Du warst ohnmächtig. Bin froh gewesen, dass ich da kein Geld hatte. Oder nicht viel Geld hatte für die schönen Sachen im Leben. Beim letzten Mal war ich 2 Jahre weg. Nee, Miete ist nicht hoch. 420 bezahle ich, glaube ich, an die Vermieter. Plus Nebenkosten, Internet, Strom, Handy und so. Ich habe keine Ahnung, warum wir hier sind. Die 420 überweise ich an Frank Hussmann, also an meinen Vermieter, an Frank. Ich kann es immer noch nicht fassen, du lebst. Ich hätte nie an dir zweifeln sollen. Jo, was habe ich denn? 68 Quadratmeter plus 150 Quadratmeter Garten. Du hast nicht viel verpasst. Die letzten 2 Jahre waren wie eine lange Wurzelbehandlung. In der Zwischenzeit wird dir, naja... Ist halt südlichster, so südlichster Zipfel in Oldenburg. Keine Ahnung, Doc. Ich hab's ja verschlafen. Deswegen relativ günstig, aber in einer Viertelstunde bin ich trotzdem bei Rewe, Aldi, beim KPK. Ja, und auch dem 90er. Ich finde die Miete in Ordnung. Ich hasse es, wenn ich klinge wie eine kaputte Schallplatte. Strom, Gas, Internet. Also Miete, Strom, Gas und Internet. Und nur, dass die Wohnung warm ist, sag ich mal so. Was wert ist. Ich weiß auch nicht. Das Ganze... 650, so knapp. Mit Handy, Internet, das ist knapp 670 Euro. Das sind 700 Euro. 650, 700 Euro. Verstehst du? Ja, das tue ich. Naja, und ist es das wert? Natürlich, das ist alles, was Hallo, wir haben. Jerome Müller. Jerome? Ja, das weiß ich doch. Jerome heißt das, glaube ich. Aber ernsthaft, ist es das wert? Wenn die Wohnung hier, die unten da frei steht, ich weiß gar nicht, ob die vermietet ist, ich glaube, die ist noch 100 Euro günstiger. Oh ja. Aber steht schon seit über einem Jahr leer. Soll angeblich renoviert werden, aber bis jetzt ist noch nie was passiert. Kann auch sein, dass der Fachmann gesagt hat, der Malerfachmann, dass er irgendwo wohnbar ist. Kann auch sein. Aber eigentlich muss sie nur gestrichen werden, mal neu tapeziert werden. Neue Küche ist auch drin. Ja, Jerome, oder? Jerome, kennt man doch. Wer ich bin, guck mal YouTube-Kanal. Also da sind alle Videos, da kannst du dir alles angucken, wo ich wohne und wie ich heiße. Und meine Wohnung habe ich dir gerade aufgezeigt. Einfach Marek Oldenburg eingeben. Marek mit K, Oldenburg. Kann wohl jeder schreiben. Noch einfacher konnte ich meinen Kanal wirklich nicht machen. Also mit 359 Abonnenten. Nicht den anderen. Da ist noch irgendwie ein anderer wie Alex oder so. Keine Ahnung. Alex Marek oder Alex Bildsammler oder so. Keine Ahnung, was anderes. Hallo Bremerhaven, kleiner Perle. Sergeant. Einfach bei YouTube eingeben. Oder da irgendwo auf Kanal drücken. Marek Oldenburg, 359 Abonnenten. Kommt immer mal ein, zwei Abonnenten mehr oder weniger.
verstehe ich nicht. Bedrohliche, gruselige Geräusche kommen aus einem tiefen, zombie-verseuchten Wald. Also dann gehen wir ihnen nach? Hey, das ergibt doch keinen Sinn. Ich irre mich nicht oft und trotzdem hört man selten auf mich. Wenn man das machen würde, was ich sage, wären alle besser dran. Ja, verdreh nur deine Augen. Hey, Leute. Hey. Schön, dich zu sehen, Lucy. Hey, Lucy. Was ist mit ja, manchmal, also, vorhin waren mal 5 Leute drin, dann gehen die wieder 3 raus. Einmal, ich glaube, ich habe einen Rekord geklagt. 11 Leute auf einmal. Also irgendwas habe ich da richtig gesehen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Neuer Rekord. Also nach Ende des Streams wird mir das Streamsanfassung angezeigt. Ich sehe das alles, wie viele Leute drin waren und wie lange und die meisten Leute. Und ich habe eine Umfrage gestartet. 23 Leute haben die Stimme abgegeben. Und bis jetzt 70% haben ein schönes Wochenende gehabt, 30% ein blödes Wochenende. Mein Wochenende war ganz langweilig, ich war alleine zu Hause, das ganze Wochenende. Was passiert hier? Ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwie Langeweile gehabt und ich gucke C-Nation auf Netflix. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. C-Nation. Und eigentlich passiert hier gar nichts. Also nicht viel. Also ich habe letztens mal meine YouTube Studio-Daten durchgeguckt, heißt das so, oder Statistiken. Und da gibt es eine Statistik mit Shorts, Videos und mit Livestreams oder so. Und der Balken von Livestreams war relativ weit links. Und deswegen gehe ich jetzt noch öfters ein bisschen online hier. Und das Allerbeste ist, ich war vorhin bei TikTok schon online. Livestream. Also online bin ich am Tag, aber Livestream, aber da werden die Streams nicht aufgezeichnet, sondern man kann da nur so ein 3,5 Minuten Video machen. Das wird dann hochgeladen bei TikTok, aber das ist auch völlig uninteressant für mich. Und hier bei YouTube, da kann ich 2, 3 Stunden Livestream. Kann mir das ein halbes Jahr später angucken. Das ist eigentlich nur aus Langeweile, ich setze mich hier hin und fertig. Und bei TikTok bin ich auch da, 1800 Abonnenten oder so. Aber bringt mir nicht viel, wenn ich so viel Lust zu, da kann ich nicht rauchen. Man kriegt dann immer 10 Minuten Sperre ausgedrückt. Aber nicht Sperre, sondern wird eingeschränkt bei den Streams, wenn man dann mit Stream raucht. Was denn, nervt mich das ein bisschen? Ich brauche vielleicht für meine Brille auch. Vielleicht muss ich mal eine neue Brille kaufen oder neue Gläser bestellen oder so. Jetzt hör mir zu. Ich will, dass du dich zusammenreißt, denn ich. Das ist besser für meine Ohne. Unsere Freunde sind da draußen. Womit haben wir es hier zu tun? Kannst du etwas Besonderes gut? Nichts zu können, besonders gut. Wir haben Spaß. Ich freue mich wieder alle. Nee, Quatsch, ich bin Fleischermeister da. Ich bin da bei einer beruflichen Reha. Ich habe heute Morgen mit dem Jobcenter telefoniert. Was immer der Reha-Abteilung vom Jobcenter. Es hat den Mann traumatisiert. Ich habe gerade ein ärztliches Attest erstellt beim Jobcenter-Arzt. Der heißt bestimmt anders, aber ich sage mal Jobcenter-Arzt. Es gibt einen Reha-Arzt, Jobcenter-Arzt, es gibt Bundeswehr-Arzt, es gibt Polizei-Arzt. Und da wird mir das Attest erstellt. Hat sie mir heute Morgen Telefon gesagt, ich habe halt neu das Telefon geklingelt. Und dann geht es in der beruflichen Reha weiter. Also ich war ganz lange krank. Oder auch nicht. Also, ich glaube mir sowieso alles keiner. Kommst du nicht mit uns? Hallo, Herr Svenby. Ja, und ich rauche hier mal, ich rauche nur Tabak seit 7 Jahren. Ich habe mir mal Goldfield-Tabak gekauft bei Lidl zum Probieren. Davor Nielsen-Tabak, also so einen günstigen Tabak. Halt durch. Also Filterzigarette rauche ich ganz selten. Also ich rauche schon seit 6-7 Jahren, jetzt seit Anfang 30 meistens drehe ich meine Zigaretten. Also mit Tabak stopfen tue ich auch nicht mehr, seitdem ich früher mit 22 mal gestopft oder so. Oder 23.
Nee, ich kipp nicht lieber. Und den Satz lese ich jetzt auch nicht vor. Ja, wieder rausgeschnitten. Wenn ich jetzt den Satz vorlese, was du geschrieben hast, dann setze ich ihn gerne hin und dann. Nee, das kenne ich alles schon. Dann bin ich mir wieder angehängt irgendwo. 37. Ja, meine Haare könnte ich mal zusammenbinden ordentlich. Oder könnte ich mal zeigen, wenn es interessiert. Bremerhaven, kleine Perle, ja, geiler Spruch. Geiler Satz, lese ich trotzdem nicht vor. So blöd bin ich auch nicht. Der Wolf, der da am Telefon ist. Ja, also ich habe ganz, ganz lange Haare. Sieht man kaum, weiß auch fast keiner, also selten. Sind auch echt. Ein bisschen angewachsen, ist auch kein Filter. Ich sehe echt so zottelig aus. Also ich habe meine Haare heute nicht gekämmt. Ja, ich bin mal dumb to see, to show. Nee, ich habe die meistens umgebunden als Pferdeschwanz, als Schwanz, als Dutt, wie heißt das? Dutt. Ja, da gibt's auch ein schickes Video auf YouTube, TikTok da irgendwo, wie ich vom Spiegel stehe. Irgendeiner erzählt mir mal, ich sehe aus wie von Heidi Klum, der Mann mit den Haaren, außer halt ein bisschen anders. Halt ohne Tattoos. Ist auch gar nicht so wichtig. Ja, dann hol deine Frage mal raus. Sergeant! Also ich zeig die Haare auch hin, das ist auch gar kein Problem. Also Sergeant Lilly! Ich hab sogar schon mal meine Haare flechten lassen. Eine Kosmetikerin. Aber das ist schon irgendwie her. Das ist schon ganz, ganz lange Versuchen her. Versuchen wir mal was anderes. Blinzle einmal für Jahr. Aber die Kosmetikerin, die darf das. Machst du das? Die durfte für das. Wortes? Einmal. Durch. Oder zweimal. Der Nachbar fand das nicht ganz so lustig. Also, der ist ausgezogen von mir. Hast du das gesehen, was hier im Camp war? Ich sollte das wieder aufmachen. Okay. Hast du es gehört? Warst du in dem Zelt allein? Die Nachricht wurde zur Überprüfung zurückgehalten. Wer hat denn hier den Filter eingerichtet? Das hier war Ihr Bereich. Du hast gesagt, du warst nicht allein. Ey. Die Ärztin hier drin bei dir. Du hast sie also gesehen. Und auch, was mit ihr passiert ist? Komm schon, Burgess, hast du... Ja, also wirklich, also eigentlich muss ich da nicht einbauten. Ich habe ein bisschen gelernt. Ich habe letztens ein bisschen Montana Black Streams geguckt. Ich weiß aber, was das Timeout heißt. Ich habe früher gesagt, mal stille Treppe, aber es heißt Timeout. Bleib bei Burgess. Ja, ausblenden. Lucy! Lass uns ganz klein. Da ist nichts zu sehen. Komm her. Also wenig zu sehen. Das kommt auf die Vorlauf an. Ja, ich finde Mathe auch ganz cool. Mit seiner Fahrradtour da, was das war. Also ich würde auch gerne mal für eine Fahrradtour 4.000, 5.000 Euro kriegen. Ja, ehrlich gesagt habe ich mir extra einen Twitch runtergeladen wegen Montana Black oder wegen Marcel. Anfang 30, vor 7 Jahren oder so, weil ich wissen wollte, wie man mit Twitch sich ein Lamborghini leisten kann. Keine Ahnung. 10.000. Nee, Energy trinke ich gar nicht. Ich trinke gar keine Energy Drinks. Oder ganz, ganz, ganz selten. Ich trinke mal so eine Cola aus der Dose oder mal Cola so. Meistens Cola, ja. Cola mit Wasser trinke ich. Ja. Nee, ich trinke sonst immer. Also trinkt kein Cola mit Wasser, das macht keiner. Sieht aber so aus. Ne, wenn trinke ich kein Cola. Ich habe mal eine eiskalte Cola aus dem Kühlschrank oder so. Aber ich trinke zu viel Kaffee. Ja, soll ich sagen. Die Zähne spiegeln dein Kaffeeverhalten wieder. Ja, dann ist man mal das Gute zum Geburtstag. Soll ich dir jetzt ein Christchen schicken? Thank you.
Ich habe Benazir noch nicht getrunken, nicht, dass ich wusste. Ja, ganz gut. Das ist bei Mama. Hast du hier ein Bild hängt an der Wand? Ach so, von der Meisterprüfung. April 2013. Keine Ahnung. Ich habe es da einfach hingehängt, als ich hier eingezogen bin. Ich habe das Bild einfach eingezogen, da hing der Nagel und habe es einfach hingehängt, das Bild, weil der Haken frei war, es hat sonst keinen Grund. Ich hätte es auch im Schlafzimmer hängen können, aber mit dem hängt das da. Aber vielleicht hängt das im Schlafzimmer und dann hängt da ein Bild von meinem Sohn hin oder so. In Niedersachsen. Ja, ich bin Fleischermeister sogar. Nee, ich habe echt fast so weit. Bis jetzt habe ich alles erreicht. Sagen wir so, ich habe mal 125 Seiten etliche Atteste gehabt, was ich alles habe. Von Adipositas bis was weiß ich. Und jetzt habe ich nur noch 2 oder 3 Seiten. Also bis jetzt wird ein neues Attest erstellt. Ja, gute Nacht. 5:05. Nee, hatte ich aber mal vor 7 Jahren. Also bei Anfang 30 schwere Depressionen beim Ort. Ist aber alles behandelt und vom Psychologen ausbehandelt worden und ich war alles schwarz auf weiß. Also liegt beim Psychologen, also am ärztlichen Attest da. Alles ausbehandelt. Sonst habe ich nichts. Mir wird zwar mal was vorgeworfen, aber. Das hat andere Gründe, glaube ich. Was heißt denn sofort hier? Alles gesehen war mein Wohnzimmer. Ja, dass ich angeblich welche psychischen Krankheiten habe. Ich habe extra ein bisschen schneller geredet. Nee, guck dir YouTube an, da ist alles online. Da kannst du durchklicken heute Abend im Bett oder morgen früh beim Aufstehen oder so. Ich habe keine Lust aufzustehen. Also bei YouTube, da Marek Oldenburg, guck dir das an, da kannst du meinen Garten sehen, meine Wohnung sehen, mein Gaming-Setup, mein Streaming-Raum, mein Wohnzimmer, mein Schlafzimmer, mein Gästeraum, mein Büro, da kannst du alles sehen. Oder bei Facebook, das ist alles verlinkt da, Linktree irgendwo, Facebook Jan Marek, Jan-Marek Machan und Instagram Marek-Oldenburg. Muss mal gucken, da irgendwo kann man bestimmt anklicken bei YouTube. Da unter, also gibt es ein Fenster, wo du Beschreibungen oder Kanalbeschreibungen, müsste alles verlinkt sein. Linktree, Marek Oldenburg, glaube ich. Gibt es auch irgendwie Linktree, das ist so eine Seite. Ehrlich gesagt hat das irgendwie noch Lust zu gehabt, mal zu streamen heute. Einfach nur so aus Interesse.
Also da oben, da hängt mein Meisterbrief. Das gehört zu dem Bild. Die ganzen zusammen. Schon ewig. Bewerbungsunterlagen für einen Offizier bei der Bundeswehr habe ich auch auf dem Laptop. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die ausfülle und abschicke. Dann weiß ich noch nicht. Die werden 13 bis 14 Jahre. Pilzsammler 2K, Pilzsammler 2K ist bei Twitch. Und YouTube Marek Oldenburg. Und nicht der Pilzsammler oder so, sondern nur Pilzsammler. Ich glaube mit 12 Abonnenten, glaube ich, oder 14. Guck in Linktree nach. Ich glaube, ich habe alles verlinkt, glaube ich. Ja, bei Pilzsammler heiße ich bei der Xbox. Ja, ja, also YouTube ist dieser Kanal auf jeden Fall. Mit 359 Abonnenten. Und bei Twitch auch hin und wieder mal ein paar Videos. Also Pilzsammler 2K. Ja, ich sag, ich guck C-Nation. C-Nation. Tama 63. Kann auch sein, weiß ich nicht. Letzter Stand, was ich war, 359. Ja, boah, dann habe ich jetzt schon wieder 4 neue Abonnenten gewonnen. Wegen einer 40 Minuten Livestream. Wenn das so stimmt, was du erzählst. So oft bin ich auch gar nicht online oder am Stream, ehrlich gesagt. Ganz selten mal. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich Video im Stream Netflix zeigen darf oder darf kann. Ach, alles Mögliche. Ist mir aber egal. Seitdem ich 17 bin mit 17 meine Fleischerausbildung angefangen. Seitdem bin ich angeblich ein Fleisch- oder Tiermörder. Hat mir auch nichts gemacht. Hallo Karin. Tschüss. Schüssel, also Schüssel. Ich muss mir neue Brillengläser bestellen. Eine neue Brille besorgen. Hat keinen Sinn mehr, wäre zu alt. Ich habe heute irgendwo eine Story gesehen, dass sich auch jemand neue Brillengläser bestellt hat. Oder gestern. Deswegen komme ich auf neue Brillengläser bestellen, aber ich würde mal für 80 Euro ein neues Brillengestell bei Fielmann kaufen. Nur mit Brillengläser, ich glaube, 90 Euro. Oder so reicht das noch. Also ich habe die ganz günstig gekauft vor 7 Jahren. Also die billigste Brille gekauft, die ich gefunden habe. Die billigsten Gläser und die billigste Bestellding, heißt das so? Gestell? Da brauchen die unbedingt extra ins Fachgeschäft zu fahren. Also, wenn ich genug Kohle hätte, genug Geld auf dem Konto, würde ich das machen, aber so nicht. Ich habe die auch nur 3-4 Monate benutzt oder ein Jahr oder so. Ja, was macht ihr so Schönes? Guckt ihr auch irgendwie Netflix, Fernsehen, Sofa oder so? Oder ich bin nicht sicher. Ambrozeit vielleicht? Das ist ein bisschen spät für eine 8, ne?
Dschungel ausschrotten, den man ein Zombie nicht mal entdecken würde, wenn er einen Meter von dir entfernt ist. Und das nur auf Befehl von Lieutenant Warren. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass das ein Riesenfehler war. Redest du mit mir? Denn ich weiß das bereits. Oh nein, nein, ich arbeite nur an meinem inneren Monolog. Vielleicht kannst du das ja etwas. Das passiert einfach nicht so lange. Ich guck die Serie jetzt ziemlich immer noch. Was mit Zombies und so. Als sie dich gebrieft haben, was haben sie dir hierüber gesagt? Ich guck C-Nation auf Netflix. Ich glaube, ich bezahle 5 Euro im Monat mit Werbung alle halbe Stunde mal. Und auf dem Sofa liegen. Vorhin habe ich Unbrot gegessen. Magic auf Netflix? Magic Mike? Genau. Habe ich schon mal gelesen. Zombies verwandelt und dann sind alle Zombies aus irgendeinem Grund von diesem Ort abgehauen. Nicht mal Zombies stehen auf dieser Blechwüste. Die letzten Drohnenbilder zeigen die Mutter aller Zombie-Horden, wie sie auf den Grand Canyon zusteuert. Wir waren nicht mal in der Nähe vom Grand Canyon. Ja, wie gesagt, da oben da, das hängt, das ist das Originale. Da oben, ist das richtig? Da oben, Original. Was? Ach nichts. Ich wollte nur sehen, ob es dir wohl geht. Das ist alles. Mose Jones, wie würde man das sehen, wie es bei anderen Leuten wohl aussieht? Was denkst du denn? Ich bin dein Dad. Die meisten machen irgendwie Party vom Stream, bei mir ist einfach... Ich liege einfach nur voll auf dem Sofa rum. Und guck, eine Serie bei Netflix. Mein Dad konnte mich vom anderen Ende des Landes aus spüren und am Dienstagabend? Du bist nicht mein Dad. Nee, Montagabend. Ich bin dein Vater. Die Dinge ändern sich. Du hast dich verändert. Sona hat mich. Hallo, Robin. Nein, das war nicht notwendig. Du warst nicht krank und musstest nicht geheilt werden. Und ich genauso wenig. Was? No. No, 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 no. Nein, 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 nein. Wie gesagt, ich wiederhole mich manchmal. Das ist bei YouTube perfekt, wie das der Livestream gespeichert hat. Ja, Red, wenn wir jemals getrennt werden sollten, hinterlassen wir ein Zeichen, dass wir noch leben. Ja, ich grüße hier Euler und Hammes. Kann ich machen, klar, ist gar kein Problem. Was richtig ausgesprochen? Euler und Ramses? Ja, das macht mir überhaupt nichts aus. Ich bin ja froh, dass wir keinen Hochsommer haben und die Fenster auf Durchzug habe hier. Dass wir die Nachbarn denken, ich würde mich mit mir selbst unterhalten. Ich
Oh, was macht ihr dazu? Kann man das irgendwie klippen oder was? Kann ich das klippen? Ja, Amira, mir geht's echt gut zur Zeit. Ich kann mich echt nicht beschweren. Mutterabend, die meisten Leute liegen wahrscheinlich auch auf dem Sofa. Gucken Netflix. Wie geht's dir? Amira. Hallo, moin, Jona. Also die Sounds, das ist aber von meinem Handy da, Benachrichtigung, Instagram, Facebook, Überwachungskamera und so weiter. Ich hab's heute wieder draußen hingehängt, ich hab die jetzt in der Küche stehen gehabt, das war völliger Unsinn. Ja, auf jeden Fall, ey, lasst ein Abo da, Like da, einen Kommentar da. Hab ich was vergessen? Ich glaube, ich mache mir mal so ein Schild, dann brauche ich das nur vorzuhalten oder so, einen Sticker oder so. Dann brauche ich mich nicht mal am Tag wiederholen. Ja, abonniere ruhig. Guckt dir meine anderen Videos an bei Marek Oldenburg, also auf diesem Kanal. Da gibt es eigentlich ganz viel zu sehen. Das Haushaltskram und Essenscontent, da fällt mir langsam, also mir fällt immer was ein, aber da ist jetzt die Winterzeit fast vorbei und es fängt bald die Sommerzeit wieder an. Und es geht bald im Garten bei mir. Ich muss den Nussbaum beschneiden und den Strauch bei meiner Terrasse. Ja, wir haben 20 nach 8, also da ist wohl auch jeder wach, oder nicht? Ich weiß ja nicht, wie alt du bist, aber ich bin 37. Ja, bald gibt es wieder neuen Content, neue Videos aus meinem Garten. Oh, 13. Ja, dann weiß ich nicht, wenn man 13 ist, mit wie viel Uhr, welche Uhrzeit geht man denn mit 13 ins Bett? 8? 10 Uhr? Das ist Schulzeit, ne? Dann muss ja bald ins Bett. Wie, wann musst du sonst ins Bett? Um 13? Um 8 oder um 9? Was heißt denn leider Schule? Muss ich da nur hinsetzen und dem Lehrer zuhören? Ich meine, man muss das doch da gar nicht machen. Wo soll ich denn gegen den Datenschutz verstoßen, wenn ich eine Umfrage starte, was von YouTube angeboten wird? Also ich habe über 2200 Videos und ich habe schon oft genug mit diesen Widersprüchen zu tun gehabt. Mit einer Umfrage wurde ich dann nie blockiert. Musst du sie auch nicht anklicken, klick doch was anderes an. Multimonado. Das ist wahrscheinlich so ein
ganz wichtiger. Keine Ahnung. Hey, schön cool bleiben. Was ist mit dir? Du führst uns zum Arsch der Welt, ohne zu wissen, wieso. Ich kann dich leider irgendwie jetzt hier gar nicht markieren oder so. Ja, also 8 Uhr ist doch für einen 13-jährigen Ordnung, oder nicht? Also ich sehe aus dem Auto, 18 Uhr ist eine gute Zeit. Als euer freundlicher Onkel Doktor rate ich euch dringend zusammen zu bleiben und nicht allein loszurennen. Alles klar? Reintrollen, ja, habe ich schon mal gehört. Hm, kenne ich. Das allererste Mal habe ich Anfang vor 5 oder 6 Jahren gestreamt bei Minecraft. Meinem ersten Kanal. Bildsammler HD. Fällt mir gerade ein, ja. Hier, ich habe auch einen zweiten Account von YouTube. Ich habe 2 Kanäle. Bildsammler HD, 12 Abonnenten, glaube ich. Ey. Das blenden wir aus. Das will keiner sehen. Ja, Mr. Multimonado. Da wird ausgeblendet einfach. Ja. Was ist mit dir? Naja. Ich hab's ausgeblendet eigentlich. Mir werden manche Kommentare angezeigt, kann ich ausblenden. Bin ich jetzt hier im Quizmaster oder was? Ja, sie mag dich mehr als mich. Ja, yeah, der Kommentar von mit den Würmchen und so. So wie alle anderen auch. War schon ein bisschen lustig, aber das muss einfach nicht sein. Und ganz, ganz ein bisschen lustig. Ich bin vom Kurs abgekommen. Waren wir schon mal auf Kurs? Dann haben wir uns verirrt. Haben wir? Müde. Ich bin 37, bin den ganzen Tag müde. Ein bisschen lustig war das. Multimonado. Ganz ein bisschen. Aber ich glaube, der ist 13. Glaube ich. Vielleicht müsste einfach einstellen, dass es ab 18 ist hier. Ich weiß, ich habe den Filter irgendwann mal, den mal eingestellt, aber ich habe da eigentlich gar keine Wörter so ausgeblendet. Ich habe auch bei TikTok gefunden. Und 2-3 Streams und wollte irgendwie was Nettes schreiben, dass ich was gekocht habe, konnte ich nicht schreiben, weil irgendein Admin hat den Filter so genau eingestellt, hat so viele Wörter da reingepackt. Ich glaube, der hat einfach so eine Excel-Tabelle oder ein Word-Dokument, wo einfach dann die bösen Wörter, die einfach ausgeblendet, die war schon 2, 3, 4, 5 Mal gehabt. Ja, ich habe bei TikTok hab ich das Ganze was oft. Manche Streamerinnen oder Streamer, dass der Filter so heftig eingestellt ist, dass ich noch nicht mal Toastbrot schreiben konnte. Also Toastbrot war jetzt übertrieben, aber ich konnte noch nicht mal schreiben, dass ich selbst gekocht habe. Ja, Jonas, ich bin noch ein bisschen online. Im Stream. Ich konnte echt schon mal nicht schreiben, dass ich gekocht habe. Ich konnte nicht mal, einmal konnte ich, glaube ich, Blumenkohl nicht mal schreiben. Und Schnitzel konnte ich auch nicht schreiben. Da wurde ich gleich dann wegen Community-Richtlinien wurde das entfernt. Ja, cool, also. Der Admin will ja wirklich wohl nicht, dass irgendeiner was anderes erfährt, was er nicht gefahren soll. Jan-Marek Machan. Jan-Marek. Jan-Marek. Aber alle nennen mich einfach Marek. Also Jan Marek steht bei mir im Briefkasten. Jan Bindestrich Marek. Das Bindestrich habe ich aber mit einem Füllstift dazugefügt. Also das sind kein. Ich habe einen Vornamen. Jan Bindestrich Marek ist ein Vorname. Marek, mit K, Marek. Jan Bindestrich Marek, ein Vorname.
Ich habe nicht drei Namen, ich habe nur einen Vornamen und einen Nachnamen. Die mich kennen, wissen das eigentlich auch. Okay. Steht da ja auch im YouTube-Kanal Jan-Marek. Ist mein vollständiger Name. Aber alle nennen mich meistens Marek. Also am Briefkasten steht mein vollständiger Name mit Vor- und Nachname dran. Und wenn ich mal nicht zu Hause sein sollte oder schlafen sollte oder so, habe ich meine Festnetznummer unten am Fenster hängen und meine Handynummer. Ja, danke fürs Abo. Also, meine Haustürklingel war mal eine Zeit lang kaputt und die Batterie, ich hatte mir so eine externe Batterie gekauft. Batterieklingel da. Und die Batterie war leer und ich habe es gar nicht gemerkt. Und deswegen habe ich jetzt meine Festnetznummer. Also ich habe hier so ein weißes Telefon da oben stehen. Neben meinem Router. Und da kann man einfach anrufen und dann gehe ich ans Telefon und dann komme ich zur Haustür. Ja, ach du, das ist eine gute Zeit. Also wenn ich nicht zu Hause sein sollte, Handynummer ist hängt am Fenster und neben der Eingangstür. Neben dem Partytisch, dem weißen, mit dem Stein. Mach ich auch sauber. Ich habe extra Scheumilch gekauft, um meine Gartenmöbel zu schrubben. Ja, wirklich. Also meine Scheumilch war leer, oder fast leer. Letztens habe ich mir extra 5-6 neue Küchentopfschirme gekauft und eine ganze volle Müllermilch nicht, sondern Scheuermilch. Kann ich meine Gartenmöbel und weißen Tisch schrubben und so, der auf dem Balkon steht. Und wieder sauber. Ich meine, ich habe drei Partytische, so drei Stehtische im Garten, also zwei im Garten, da im Garten und eine vom Eingang mit so einem weißen Stein drauf. Und ein Aschenbecher. Oder eine Dose mit einem grünen Ball drauf und Aschenbecher. Ich bin Fleischermeister und zurzeit in der beruflichen Reha. Also komme ich wieder rein. Also bin ich immer schon länger in der beruflichen Reha. Aber es geht bald weiter damit. Also ich habe heute Morgen mit dem Jobcenter telefoniert, also die haben mich angerufen, haben das nachgefragt, ich habe einen Arbeitsvertrag eingereicht. Bei ILS hier bei Bremerhaven oder was, in dem Hafen Autos hin und her fahren, aber das Jobcenter muss erst abwarten, was der Arzt sagt. Sonst hätten sie mir ein Auto finanziert oder mir einen Kredit gegeben, günstig oder so. Aber das kann die nicht machen, weil die Akte nein sagt. Also die Akte sagt nein. Also müssen dann auf einen Attest warten vom Arzt. Gucken, was das Attest sagt und dann geht's weiter. Also das Jobcenter muss die Vorgänge einhalten. Die können ja nicht einfach dich irgendwo hinschicken und dann... Obwohl die Akte sagt nein. Also die Akte sagt zurzeit nein. Aber auch nur, weil der Rentenkassenarzt, der von der Jobcenter, der Arzt, kriegt ein neues Attest vom Rentenkassenarzt. Das hört sich echt komisch an, muss manchmal auch fünfmal überlegen. Aber ich bin ein gelernter Fleischermeister. Der Meistertitel hängt bei mir im Wohnzimmer an der Wand. Nicht im Keller. Mein Vater hat einen im Keller hängen. Alten hat er umgedreht, keine Ahnung warum. Mit so einer tollen Aufschrift, mit einer roten Linie überschritten oder so. Machender Macher. Ja, im Großen und Ganzen eigentlich schon, ja. Manchmal mehr, manchmal weniger. New America. Ja,
Veganer. Also ich wäre gerne mit der Vegetarierin zusammen oder Veganerin, Vegetarierin wäre gar kein Problem für mich, auch als Fleischer. Aber Hauptsache, ich könnte mal Fleisch essen. Ich würde es auch einschränken, aber Hauptsache, ich müsste mich nicht jedes Mal 2 Stunden rechtfertigen, weil ich Schnitzel essen will. Dann esse ich nämlich 2. Morgen zum Beispiel. Nee, das hat einen anderen Grund, er ist kein Veganer. Eltern so 68, dann... Ja, weiß ich. Ganze Leben ist nicht gesund, ja. Macht mir aber auch nichts aus. Kennt ihr eine Frau? Ich habe keine Frau zu Hause. Ich genieße mein Single-Leben. Also tue ich, was ich will. Wenn ich eine Frau hätte, eine süße Hütte, wäre was anderes, aber nicht, wenn ich Single bin und alleine wohne. Ich würde mir so angewöhnen, nach draußen zu gehen, zum Rauchen, wenn es sein muss. Also ich sehe das so, wenn man eine gute Frau kennenlernt, dann kann man sich auch mal ein bisschen ändern. Ein Wort und ich erlöse den Mann. Nein, dieser Ender ist ein Zombie, ein ganz normaler, nicht einer von den Verrückten. Sein Name ist Ender. Nee, ich knall gar nicht rum. Nur mit China Böllern vielleicht. Nee. Das ist immer ganz gut, ich kenne einen guten Trick. Man muss noch 2, 3 Rechnungen liegen lassen oder so. Oder ich krieg einmal im Jahr so Kontoauszüge von der Sparkasse. Ja, Kontoauszüge von der Sparkasse. Und da steht die Sparkasse drauf. Und die reiße ich dann nur eine Ecke auf oder so. Und die lege ich dann alle so bei mir ins Büro, in den Schrank. In so ein Fach. Und dann sieht das immer so aus, als ob da so ein Stapel ungeöffneter Briefe liegt. Aber dabei sind das nur Kontoauszüge von der Sparkasse. Also, das sind nur Kontoauszüge. Sieht aber so aus, als ob es 20 ungeöffnete Briefe sind mit Rechnung. Das hilft. Perfekt, ja. Ich habe schon mal mein Leben um 360 Grad gedreht oder 180 Grad. Wegen der Arbeit. Keine Ahnung, ob du Mädchen oder Junge bist. Ich war nach dem Bild, bist du viel zu jung, glaube ich. Man kann das auch hier nicht anklicken, irgendwas. Aber ich bin 37, was soll ich dazu sagen? Ich glaube schon, 2054 Renneintrittsalter bei mir. Oder 64, ich habe letztens irgendwo noch gelesen. Ein paar Jährchen muss ich noch, will ich aber auch. Geld ist ein bisschen scheiße, ein bisschen blöd. Oh, es kommt halt immer drauf an, was ich weitermache. Bis 63, 65 noch. Oder bei 70. Gucken, was die Regierung noch dazu sagt. Erstmal so wichtig, dass ich morgen einkaufen fahre. Nämlich eine Flasche Cola habe ich noch zu Hause, glaube ich. Oh, ich habe immer eine Flasche. Schokolade zu Hause und Schnitzel ausgefroren. Ja, dann schlafen wir mal. Und ja, na klar, trinke ich aus dem Wasserhahn Wasser. Thank you.
ganz leider noch ein bisschen Serie gucken. Schlaf gut. Ich habe ein Top-Fan-Abzeichen gefunden. Oh, von Xiaomi Top-Fan-Abzeichen von der Homepage, Instagram oder Facebook. Mal gucken. Facebook Top-Fan-Abzeichen von Xiaomi Deutschland. Jawohl, gucken, was er so bringt. Ja, ich habe einen Sohn, der ist jetzt 6. Verziehen wir uns. Der wohnt aber auch bei der Mama. Und ihrem neuen Mann. Sie ist verheiratet jetzt seit einem halben Jahr oder so. Hier kommen. Wo ist Warren? Sie ist direkt hinter mir. Warren? Roberta! Aber kann man im Profil auch alle sehen? Bei YouTube. Ist das bei YouTube schon so, dass man bei Shorts Livestreams sehen kann mittlerweile? Irgendwas sollte da mal geändert werden, glaube ich. Kannst leider schlafen. Vielleicht sollte ich mal so ein Streaming-Wochenende starten, von Freitag bis Sonntag oder so. 24 Stunden streamen. Das wäre mal was. Von 8 bis 8. Also Filter habe ich alle aus hier bei YouTube, da kann man ruhig meine Pickel und so weiter hier oben sehen. Das macht nichts mit 37 mal ohne Pickel. Vielen Dank.
Hallo. Ja, ich hab kurz ganz lange Haare. Eine Person ist hier im Stream. Kann ich rausfinden, wer diese eine Person ist? Ja oder nein? Vielleicht? Nein, doch? Nein? Citizen Sie gesagt? Das ist ein
Hallo. Zumindest ist sie am Leben und es geht ihr gut. Was ist mit Citizen Sie? Nicht so schlimm als Ungewissheit. Hat die Ratte keine Aufmerksamkeit? Ihr könnt es immer noch nach Numerica schaffen. Wundervoll. Ohne dich? Ja, ich muss nach Osten. Ich habe wohl keine andere Wahl. Aber ihr schon. Also, ich weiß nicht. Ich hasse den Gedanken, dass wir uns trennen. Ich gehe da, wo du hingehst. Ich auch. Gut, dann gehe ich auch mit. Ich weiß nicht, was in deinem Kopf vorgeht. Oh, da fällen wir wieder mal aus. Nach 2 Stunden automatisch. Und wieder anmachen. Die Hände nie los. Ich wette, die werden den Sohn aber ausstoßen und die Waffe kann nicht ausbrechen. Nein, das gab's alles für jeden Tag. Mit Puderzucker überstreut. Die Apokalypse muss immer so heiß sein. Ach, wahrscheinlich hatten die recht mit der globalen Erwärmung. Warren, hast du Vision von kühlen Gebirgsbächen? Wir brauchen Wasser. Trink von meinem. Was denkst du? Tja, ich denke, das sollten wir uns ansehen. Warum steht der Truck da? Er wartet, dass wir ihn uns nehmen. So lang? Wäre möglich. Langsam und vorsichtig. Sarge und ich checken das Teil. Und Murphy, du bleibst bei Lucy. Was ist das für Zeug? Keine Ahnung. 5 von 9. Gib mir Deckung. Ich geh jetzt du mal hier offline. Hi. Mit Brille. Und bis denn dann.